Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt's am Titel gelesen. Heute saufen wir mit Kapitalbruder. Es geht heute um den neuen Kapitalbra. Das Ganze kostet 18,90 Euro, Freunde. Ich bleib auch gleich mal vorne und zeig euch hier den Schnitt. Schnitt ist eigentlich, wenn er mit dem Fokus hier, ja, dankeschön, ist ein mittlerer bis feiner Schnitt. Das Ganze ist auch etwas feuchter. Jo, auf jeden Fall vom Schnitt ist auch in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen. Hi, hi, hi. Ja? Wie angekündigt, David ist mal wieder aus der Hauptstadt am Start. Hallo. Und ja, wir drehen ein bisschen was zusammen. In den nächsten Wochen und Monaten kommt auf jeden Fall mehr von uns. Sei es irgendwelche Vorstellungen oder wir kloppen uns mal. Ja. Da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Wir rauchen, das seht ihr leider nicht so ganz. Hustler, Hooker, beide am Start. Da kommt aber in Zukunft noch eine Vorstellung mit Rabattcode, dies, das. Ja, also falls ihr Bock drauf habt, bestellt es noch nicht. Und ja, Nanana von Kapital soll sein Corona-Limette. Hab ich noch nie. Ich habe noch nie, glaube ich, irgendwas... Das einzige Alkoholische, was ich mal geraucht habe, es gab mal einen Champagner-Tabak. Okay, war der geil? Nee. So, ich bin gespannt. Also, Corona, Limette, bin ich dabei, ja? Also, eigentlich für jeden Werkstatt bzw. Hallendude sollte Corona am Start sein. Bin gespannt, was sie daraus machen. Wir haben vorhin drüben Kopf gebaut und eigentlich meine ganze Wohnung riecht hier nach Corona-Limette. Ja, auch jetzt durch den Kopf, also ich rieche nur den übelst Corona. Krass, wirklich. Also das ist schon mal sehr, sehr schön, das Ganze hier mal was anderes zu riechen, außer meinen vermuchten Shisha-Rauch, den ich hier den ganzen Tag drin habe. Das erste, was mir hier in den Sinn kommt, ist eine spritzige Alkoholnote, die so in Richtung Bier-Sekt geht. Ja? Sekt. Ist jetzt vielleicht nicht genau das, das Ding, was Corona ist, ne? Wenn du die Dose bewegst. Die Limette ist sehr, sehr säuerlich getroffen, wie so eine Limette ist. Die Kaminköpfe, ich hoffe, ich hoffe, mein Rauchmelder geht nicht leer. Die Limette ist sehr, sehr säuerlich und sehr natürlich getroffen, muss ich hier sagen. Ja, und ihr habt eine spritzige Alkoholnote, möchte ich sagen. Ist auf jeden Fall vom Geruch nice. Ich habe mir ja vorher schon ein paar Mal gerochen und ich kann das genauso unterschreiben. Der geht aber so in eine leichte Seifenrichtung, so im Abgang, finde ich. Aber sonst halt wirklich, als wenn du einen Schluck Corona nimmst. Was sagst du von der Limette her? Die ist eigentlich schön sauer drin. Also ich habe ja noch nicht probiert, deswegen bin ich da sehr interessant, wie der Geschmack ist. Riecht auf jeden Fall für alkoholische Freunde. Ich grüße alle Alkoholiker. Gut. Kommt in die WhatsApp-Gruppe, Freunde. Ja. Also Geruch geht klar. Preislich 18,90 Euro das Ganze. Ja, ob man das nun schön findet oder nicht, wir sagen euch den Preis. Und damit hat es sich von meiner Seite aus auch ja, geraucht. Und wie gesagt, in den beiden Hustler-Hooker-Pfeifen. Ich rauche den Nanana im Tonkopf mit Sieb drinne Kamin, 3 Tonnen Coco C26 Kohlen. Bei David auf dem Kanal, wenn ihr da jetzt herkommt oder wenn ihr jetzt dann wieder geht. KS Apo, Kamin, 3 Tonnen Coco, C26. Mm. Sieht auch, ne, bei dir? Ja. Genau. Jo. Ja, voll. Bei mir auf der Seite. Was, ich brauche eigentlich nicht zum Rauch sagen, ja. Es böllert ultra heftig. Also sehr, sehr krass, die Kamine. Ich weiß nicht, ob man sieht. Der Raum sieht von Weitem schon wieder komplett zugenebelt aus. Die Kamine rauchen komplett oben raus. Was man aber hier sagen muss, drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich sehr entspannt rauchen. Ja? Hitzeverträglichkeit wirklich sehr, sehr gut. Da kommt in Zukunft auch noch ein, wir gehen ans Limit mit Kapital. Ja, da bin ich auch gespannt, was er so raushaut. Aber um das Video nicht so lang in die Länge zu ziehen, kommen wir mal zum Geschmack. Das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste. Ja, die Dose kann schön sein, der Preis ist schön und der riecht gut. Wenn er muchig schmeckt, ja, dann braucht ihr euch den auch nicht zulegen. Deswegen schauen wir mal, was hier so geht. Ist auf jeden Fall der erste seiner Art. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon Biertag mal gesehen oder gehört? Weil also Corona ist ja im Endeffekt ja so ein Tequila oder so ein Mischbier, Bierversuchsobjekt. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, mich persönlich. Ich gucke in seine Kommentare dann rein. Ich muss ein bisschen jetzt hier rausnehmen, Alter.
der ist, der setzt sich so krass auf der Zunge fest. Du hast hier wirklich, also ich komme gleich zum direkten Geschmack. Ich finde, der ist leckerer auf der Zunge als im Geruch. Du hast hier safe so eine Biernote und die Limette dazu. Ist was Witziges. Meiner Meinung nach hast du hier trotzdem eine leichte Sektnote drin. Ja, lassen wir es so stehen, dass es eine alkoholische Note ist. Und diese Limette paart sich zu dem Ganzen sehr, sehr schön. Also es umrundet das Ganze so. Wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, ihr zieht, ihr pustet aus, ihr schmeckt, habt ihr in der Mitte diese Bieralkoholnote, was auch so ein bisschen kohlensäuremäßig ist. Jetzt nicht beim Ziehen oder so, aber der Geschmack her. Und dann wird es von der Limette abgerundet. Oder umrundet, sage ich mal. In dem Tabak ist eine Note drin, die kenne ich so krass aus einem anderen Tabak. Ich weiß, ich kann dir mal nicht sagen, was das ist. Das ist die Limette. Das ist nicht die Limette. Nicht? Das ist das, was da genau dazwischen ist. Man schmeckt die Limette und so diese leichte Alkoholnote, aber das, was dazwischen, das kenne ich woanders her. Ich frage jetzt einfach mal nicht nach, wo er es noch kennt. Ansonsten ist, ich muss sagen, vom Limettenton, Bruder, mach keinen Stress hier. Also ich muss sagen, von der Limettennote, lecker. Die Alkoholnote oder diese Corona-Note flacht aber ein bisschen ab. So diese Biernote, nicht so stark wie im Geruch, aber schon krass gut getroffen. So. Also er geht schon wirklich in die Richtung. Also auf jeden Fall was ich noch nicht geschmeckt habe, bis auf die Limette. Dieser alkoholische Bierton, sag ich mal, ist was Neues. Es ist klar, es geht in die Richtung davon, aber es ist kein Flavor, wo ich sage, okay, diese Art von Flavor habe ich schon mal irgendwo geraucht oder geschmeckt so, ne? Limette, klar, finde ich sehr säuerlich spritzig. Ja, viele Limettensorten gehen so in das süßlich, säuerlich spritzig, aber hier hast du meiner Meinung nach nur spritzig. Als wenn du wirklich diese Limette oben rein ploppst und du dann vielleicht noch selber angespritzt wirst, wegmachst und dann mal kostest. So, ne? Also ich finde das sehr gut. Sehr gut getroffen von der Spritzigkeit der Limette. Ja, was verrückt. Also ganz persönlich müsste ich sagen, würde da noch Kohlensäure drin sein oder der Geschmack mit Kohlensäure, kannst du so als Bier verkaufen. Na, krass. Also ich bin schon sehr positiv überrascht. Man muss dazu sagen, wir haben ja auch die alten Kapis vorgestellt, sei es jetzt, ich liebe es, Melodien, da kann auch sein, dass jemand den mal nur einzeln vorgestellt hat, aber der ist vom Grundtabak stärker geworden, definitiv. Also hier finde ich, merkt man das. Hier merkt man das. Also nicht stärker, dass das jetzt so wie schwarzer Tag, das böllert ja alles weg. Aber der andere war halt wirklich so einatmen. Luftig, so, ne? So die ganze Zeit so ein Aus. Du merkst ein bisschen was davon. Ja, ja, ja. Ne? Also ist auf jeden Fall besser geworden. Also persönlich besser so. Weil der Tabak sieht auch ein bisschen anders aus vom Schnitt. Und auch die Molasse. Vorher sah es perfekt eingezogen aus. So finde ich es persönlich sogar einen Tick geil, wenn du ein bisschen Molasse siehst. So, wenn du so merkst, so die Finger so rausziehst und immer so ein bisschen feucht sind. Okay. Ja, Leute, Fazit. Also, Tabak verträgt Hitze, lässt sich entspannt rauchen. Grundnote ist vom Tabak her ein bisschen stärker, dass du nicht ziehst und wie so, wie bei einer Dampfe ohne Nikotin. Ja. Ne? Dass du, also früher oder damals hast du gezogen, ja, war ein bisschen Geschmack, aber das war gut, aber war so ein bisschen luftig. Hier hast du. Ich will nicht sagen etwas stärkeren, aber vielleicht was Vollmundigeres, dass die Annoncen der Geschmacksnoten oder der Geschmacksknospen ein bisschen mehr angeregt werden. Limette finde ich nice, finde ich wirklich gut. Und die, meiner Meinung nach, ist es eine Bier-Sekt-alkoholische Note. Ja, ist auf jeden Fall was Witziges, mal was zum Probieren. Ja, man kann es halt jeden Tag. Man kann es als leichten Alkohol nehmen. Also es ist kein Wein, Whisky oder Wodka, es ist so Bier, Sekt, so was leicht perliges, sprudeliges. Ja, ist cool. Ist ja cool. Also eine Probierempfehlung auf jeden Fall mal, wenn ihr sagt, okay, in der Runde, wir ziehen ihn uns mal. Am Ende des Tages, wie in jedem Video, ist es Geschmackssache. Ja, wenn er euch nicht schmeckt, könnt ihr oder braucht ihr uns nicht haten, dass der euch nicht schmeckt. Ja, ihr schmeckt safe was anderes. Vielleicht schmeckt ihr eine Biernote eher raus, als nicht jetzt so eine Bier-Sektnote. Ja, vielleicht gefällt euch dieses sehr spritzige von dieser Limette nicht. Das müsst ihr am Ende des Tages entscheiden. Das ist natürlich alles immer unsere eigene Meinung. So sieht es nämlich aus. Ne? Und wie gesagt, eine Probierempfehlung geht raus. Haben wir noch irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Nee. Checkt auf jeden Fall das Video von David ab. Erster Link in der Beschreibung. Da ist nämlich der Tabak, der da vorne steht. Genau. Da bin ich auch zu sehen. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten.
Kommi, Abo, Like könnt ihr gerne hinterlassen. Und das letzte Wort geht natürlich mal wieder an die Prinzessin. Was sagst du dazu, David? Das schmeckt gut. Tschüss.